Ich begrüße euch wieder, meine Lieben, zu einem, ja, ich sage mal, Kurzvideo. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht wird es sogar ein bisschen länger, ich weiß es ja nicht, weil mir regt zurzeit ein ganz besonderes Thema auf. Bevor ich aber zu dem Thema komme, werdet ihr euch wundern, dass ich ein Video überhaupt mache, obwohl ja ich eine Zahnbehandlung haben sollte. Diese wurde leider verschoben. Die Zähne sind noch immer grauslich, aber macht nichts, spielt keine Rolle, es ist verschoben. Nur aufgrund dieses Themas muss ich einfach dieses Video machen, weil mir das aus moralischer Sicht, aus Sicht eines Großvaters, Vaters und so weiter, wirklich bestürzt, das Ganze. Und zwar geht es um Impfungen für Kinder, dann Experimente an Säuglingen, und so weiter und so fort. Ja, und da möchte ich ein paar Wörter darüber verlieren. Ganz besonders möchte ich auch zum Schluss dieses Videos darauf hinweisen, wenn es Menschen gibt, welche keinen Ausweg finden, uns vielleicht gar nicht kennen, bitte teilt ihnen unseren Verein mit, teilt ihnen auch mit, wo wir sind, was wir machen und so weiter. Teilt auch dieses Video überall in allen Netzwerken, womöglich. Innerhalb der Familien, innerhalb Verwandter, innerhalb Freunde, Bekannter und so weiter. Denn so kann es nicht weitergehen und wir schützen ja unsere Mitglieder zu 100%. Ja, also wir geben immer das Beste für jedes Mitglied und bis dato seit Corona-Zeiten sehr erfolgreich und nachweislich sehr erfolgreich. Ja, das möchte ich gleich mal vorab sagen. Dann noch, bevor ich endgültig beginne, auch bitte noch der Hinweis, bitte schreibt auch unter dem Video in den Kommentaren, was ihr von diesen Entwicklungen haltet. Ja? Wie vertretet ihr den Standpunkt als Elternteile, ja oder nein zu mRNA-Impfungen, mRNA-Medikationen bei Säuglingen, bei Kleinkindern und so weiter? Bitte unterhalb in den Kommentaren einfach reinschreiben. Mich würde eure Meinung wirklich sehr interessieren. Ja, das zu dem. Und das Zweite, ihr findet auch unter dem Video alles verlinkt. Unsere Homepage, wie kann man Mitglied werden, das Registrierformular und so weiter. Also wir verlinken alles unten, was zurzeit für euch, ich sage mal, mehr als relevant ist. Da braucht ihr nur draufdrücken, gar nicht suchen und kommt automatisch auf die Seite, welche ihr ja, zu sehen wünscht. Ganz einfach. Was mir jetzt ganz besonders aufregt, ich meine, da möchte ich aber vorab aber auch gleich eine Frage stellen, an Eltern mit minderjährigen Kindern, beziehungsweise mit Kleinkindern oder mit Säuglingen. Ja. Wer ist wirklich dafür, dass dieses Szenario, welches ja seit Corona ist, beziehungsweise auch während der Corona-Zeit, ich rede von Corona-Pandemie, Klammer, Verweisung an die ungeschwärzten RKI-Files, welche veröffentlicht wurden. Ich berufe mich auf das, ja, und das stimmt und das wird stimmen, ja, hier weitermachen zu wollen. Selbst vielleicht mRNA geimpft zu sein, noch immer zu denken, nach dieser Blamage, nach diesen Fakten und Tatsachen, ja, weiterzumachen, obwohl man, wenn man sich das durchliest, sofort drauf kommt, dass das Ganze weder mit Gesundheit, noch mit einer Pandemie, noch mit sonst irgendwelchen Szenarien zu tun hatte, sondern rein politisch weltweit gesteuert wurde und auch weiterhin wird. Ich kann nur appellieren, liebe Leute, werdet munter. Wir haben zum Beispiel in unserem Verein, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, wir haben sogar mRNA-geimpfte Menschen. Einfach, zweifach, dreifach, vierfach geimpft, welche sagen, wir sind dem Verein beigetreten aufgrund seiner Forschungs- und Schutzprojekte, welche wir aufgrund unserer Statuten umsetzen können und schon umgesetzt haben, weil sie keine FFP2-Maske mehr tragen wollen, keine PCR-Test über sich ergehen lassen wollen. Ebenso auch keine Injektion mehr in die Arme laufen wollen. Ganz einfach, ja, so ein Verein sind wir. Ja, also wir haben, wie gesagt, alle Menschen bei uns,
Das jüngste Mitglied ist 6 Monate alt, das älteste Mitglied von tausenden Mitgliedern, möchte ich nur sagen. Wir sind kein kleiner Verein, wir sind schon ein, ja, ich sage mal, relativ großer Verein. Das älteste Mitglied ist 95 Jahre. Ja, die vertrauen uns. Und wir können alles, welches wir bereits seit Corona umgesetzt haben, nachweisen. Also wenn jemand fragt, das glaube ich nicht und das geht ja gar nicht, weil ich kenne das Vereinsgesetz. Das Vereinsgesetz kannst du nur kennen, wenn du unsere Statuten gelesen und verstanden hast. Ja, manche verwechseln das mit dem Vereinsrecht, welche die Vorgaben, die behördliche Vorgabe jedes Vereines ist. Ja, es kommt bei den Statuten immer darauf an, welche Vereinszwecke und Vereinsziele verfolgt überhaupt der Verein und so weiter. Ja, und noch dazu internationaler Verein sind wir ja auch. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, welches ich jetzt lang und breit herumgeredet habe. Und zwar, ich blende euch da jetzt was ein und das macht mich einfach fassungslos, so etwas. Ja, schaut euch das einmal an. Grippeimpfung mit Nasenspray. Innsbruck startet Testphase an Kindergärten und Volksschulen. Ganz besonders zu beachten ist oben Gratisaktion für 800 Kinder. Ja, der Artikel ist von heutigen Tag, von 22.10.2024 aus der Tiroler Tageszeitung. Gratisaktion. Seit wann bekommt ein Mensch etwas gratis? Nur weil es bei der Grippeimpfung oder bei einer mRNA-Impfung, Covid-Impfung, wie auch immer, Affenbockenimpfung und so weiter, HPV und so, kein Geld hinlegen müsst, heißt noch lange nicht, dass es gratis ist, denn ihr seid Steuerzahler. Oder denkt ihr, die Politiker haben das mit ihrem Gehalt bezahlt? Nein, das wurde aus eurem Steuergeld bezahlt. Somit ist diese, oder egal was gratis angeboten wird vom Staat, nicht gratis. Besinnt euch ein bisschen. Denkt einmal nach. Ja? Und alles, was gratis ist, ist im Prinzip ja auch nebenbei gesagt nichts wert. Das ist ein altes Sprichwort. Alles, was gratis ist, ist nichts wert. Also vergesst es, Gratisaktion, super. Ja, ich brauche kein Geld hinlegen, ich bin eine junge Familie, ich möchte mein Baby, mein Kleinkind im Kindergarten ja irgendwelchen Gefahren aussetzen, super, passt. Ja, na bitte. Also wie verantwortungslos kann man als Elternteil sein, sowas den Kindern anzutun? Ihr habt sicher den Titel vernommen, ja, Papa, Mama, helft mir, ja. Sagt nein. Warum tut ihr mir das an? Der Titel ist nicht unbewusst von mir jetzt gewählt worden mit dem Foto, ja, weil einfach die Kinder Schutzbedürftige sind. Ihr Eltern seid verantwortlich für die Zukunft eurer Kinder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mutter, ein Vater Interesse daran hat, aufgrund der Sach- und Faktenlage, welche ja überall nachlesbar ist. Wir sind im Zeitalter des Internets. Man kann nachlesen, wie gefährlich diese mRNA-Medikationen sind, ob das Medikamente sind, Nasenspray, Impfungen und so weiter. Das tue ich dann meinen Kindern an, wenn ich ein Elternteil bin. Schatz, ich habe auch eine Tochter, die ist aber schon ja, weit erwachsen, aber auch Enkelkinder. Welchen Wunsch trage ich als Elternteil oder als Großelternteil? Die Kinder sollen gesund bleiben, die sollen erwachsen werden, die sollen ihr Leben genießen können, alt werden, wie wir. Mit dieser mRNA befürchte ich, also grausliche Dinge, ganz ehrlich, da befürchte ich grausliche Dinge, dass wir oder diejenigen, die sich auf so etwas einlassen und sagen, ja, ich muss ja systemtreu sein, die letzten Jahre war ja alles super, ja, und ja, es ist halt wieder mal ein Problem oder wieder eine Krise. Leute, merkt ihr nicht, dass die Krise, solange ihr immer Ja sagt, nie vorbeigehen wird, nie. Ihr müsst lernen, wenn ihr wirklich daran interessiert seid, eure Kinder zu schützen,
nur einen ganz berühmten Satz zu sagen. Nein. Punkt. So schaut's aus. Ja? Für Menschen, ebenso in Seniorenwohnheimen, welche dement sind, sind deren Erwachsenen und verantwortungspflichtigen Kinder verantwortlich. Diese in den Pflegeheimen, in den Seniorenwohnheimen zu schützen, dass die nicht einfach geimpft werden, wie sie sich ausdenken. Leute, schützt die Kinder, schützt eure Eltern, welche krank sind, hilfsbedürftig sind, behindert sind, wie auch immer, welche nicht selbst die Entscheidung für ihr eigenes Leben und für ihren eigenen Körper tragen können. Das kann doch nicht so weitergehen, wenn jeder immer ja, ja, ja sagt. Wo kommen wir dahin? In den Hexenkessel. Ja? Früher oder später, zack, zack, zack. Nach der Reihe werden wir nur, bittere Erfahrungen machen und sehr viel Leid durch Verlust unserer Liebsten höchstwahrscheinlich oder auch von Freunden erleiden müssen. Wer will das? Also ich persönlich möchte das nicht. So, dann haben wir das nächste Bild, was mich auch ein bisschen aufgeregt hat, weil ja immer wieder schon seit Jahren immer von Autismus gesprochen wird. Und Autismus, ja, hat ja nichts mit einer Impfung zu tun. Ja, klar, bestätigt wurde es nie, aber die Verdachtsfälle häufen sich auch jetzt immer mehr und immer mehr. Und da muss ich auf einen Beitrag verweisen, das ist der da, ja. Stellt euch vor, ein 5-Jähriger entwickelt Autismus, nachdem er gezwungen wurde, 18 Impfungen an einem Tag zu erhalten. Klar, jetzt lest ihr unten den Text und sagt, naja, das war ja in Tennessee, Amerika, ja, Tennessee, und ein Richter hat das angeordnet. Das ist doch mir egal. Naja, nein, nein, so darf man das nicht denken. Alles, was da passiert, und wir wissen, ob es jetzt war in Amerika, ob es jetzt war in Australien, Neuseeland und so weiter, vor Corona und dann wie Corona gekommen ist, also sprich die Krieg, Covid-19-Pandemie, ja, ist das so schnell übergeschwappt auf Europa. Genauso kann es auch bei uns kommen. Und da habe ich jetzt zwei entscheidende Fragen. Wo waren die Eltern? Wo waren die Großeltern? Die restliche Verwandtschaft, welche diesen 5-jährigen Buben unterstützt und verteidigt haben. Und dann ist die zweite Frage, welcher Richter kann man sein, mit dieser Empathielosigkeit, keinerlei Mitmenschlichkeit und so weiter, sowas anzuordnen. Ich frage mich schon langsam, wo bleibt wirklich die Menschlichkeit? Wo bleibt auch das Gehirnmacher? Wir leben in einer Zeit, die, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das wird immer schwieriger und immer grauslicher. Ja? Wie es bei uns war in Österreich, noch einmal, wie das Covid gekommen ist, ja? Die Lockdowns und so weiter. Ja? Na klar, am Anfang wusste keiner, was los ist. Aber das hat man binnen kürzester Zeit rausgefunden, beziehungsweise hat man Verdachtsfälle im Kopf gehabt, wo man sich dachte, irgendetwas stimmt ja da nicht. Ja? So, jetzt ist alles nachgewiesen durch die RKI-Files. Und noch immer kommen die Leute auf die Idee und machen weiter mit PCR-Tests und so weiter. Wir kennen die Krankenhäuser in Österreich, die machen bereits schon wieder PCR-Tests, obwohl es nicht einmal vorgeschrieben ist. Es gibt keine Verordnung, gar nichts, die machen das einfach. Ja, und die Menschen lassen sich das gefallen. Also ich verstehe sowas nicht. Man muss doch aus alten Geschichten lernen und sagen, nein, das war alles ein Flop, mir geht es schlecht, ganz besonders die mRNA-geimpften Menschen. Ja,
gibt es ja viele Nebenwirkungspatienten, ja, die sagen, ich lasse mich nicht mehr impfen, es war für mich die Hölle, es war der Horror, ja, Gesichtslähmungen, ja, Gürtelrose und so weiter, was da alles aufgetreten ist. Also ein Wahnsinn. Ja, dann blende ich euch noch das nächste Bild ein, und zwar aus München. Ja, müsst ihr euch vorstellen, Babys missbraucht, Covid-Impfstudie an Säuglingen geplant. Irgendwie verfolgt mich da ein Déjà-vu aus ganz, ganz schlimmen Zeiten, die wir Gott sei Dank nicht erleben mussten und hoffentlich auch nie erleben werden müssen. In München steht das Helmholtz-Institut vor der Umsetzung einer Covid-Impfstudie. Dabei sollen Säuglinge ab 6 Monaten 3-mal gegen Covid gestochen werden, innerhalb von 3,5 Monaten. Das heißt, alle Monate eine Impfung, eine Impfdosis. Das sind kleine Menschen. Was wollen die damit bezwecken? Was soll das? Früher hat es gegeben, ja, ich weiß, ich bin auch gegen die Labormäuse oder Laborratten und so weiter, weil das sind auch Lebewesen, die Viecheln. Ja? Ob ich es jetzt mag oder nicht, ist ein anderes Thema, aber es sind Lebewesen. So, heute macht man das Ganze am Menschen, oder täusche ich mich da? Schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Also ich kann mich auch täuschen. Also bitte, wenn ich irgendwas gesagt habe, wo ihr sagt, nein, da bin ich nicht ganz der Meinung, bitte auch diese Meinungen unter dem Video in den Kommentaren eintragen. Ich fasse es eben nicht, dass halt hier jeder, also viele mitspielen nach wie vor, denn obwohl uns ja vor Corona oder während der Corona-Zeit versprochen wurde, wenn wir uns impfen lassen, erinnert euch noch an unseren ehemaligen Gesundheitsminister, der von Beginn an dabei war, dann aber wieder getauscht worden ist. Wenn wir uns impfen lassen, werden wir diese Pandemie besiegen, dann wird die Krise zu Ende gehen. Merkt ihr es irgendwas? Wo geht da was zu Ende? Es besteht nach wie vor laufend Panikmache, Angstmache und so weiter. Ihr müsst euch aus diesen Fesseln befreien. Wir sind zum Beispiel ein Verein, wir können euch auch befreien. Ihr braucht nur Mitglied werden. Uns vertrauen, wir haben die rechtlichen Grundlagen, wir haben die Statuten dementsprechend, ja, dann helfen wir euch auch aus dieser Angst- und Panikmache herauszukommen. Wir geben immer unser Bestes für alle Mitglieder. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wir sind tausende Mitglieder, wir sind nicht so klein. Und wir haben nachweislich seit Corona so viel Positives und sehr erfolgreich nachweislich umgesetzt. Es glaubt es nicht. Ja, es ist aber so. Und deswegen komme ich jetzt nur zum Abschluss. Warum ist das eigentlich so vom Rechtlichen her? Ja. So, hier habt ihr die Maske. Okay, den Pfeil sieht man da nicht. Und zwar, lest das einfach gleich mal mit. Ja. Entschuldigung, unser Förderverein für Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz ist insofern nicht an öffentliches Recht gebunden. Hier aber der Kurzhinweis meinerseits, nicht, dass glaubt, generell nicht an öffentliches Recht gebunden, das ist falsch interpretiert. Nein, nur im Sinne unserer Statuten und Forschungs- und Schutzprojekte. Ja, das heißt nicht, jetzt könnt ihr jetzt einen Banküberfall machen, ob ihr unser Mitglied karten und dann seid ihr geschützt vor strafrechtlicher Verfolgung zum Beispiel. Oder, was wir schon gehabt haben, Menschen sind zu uns gekommen, also Mitglieder, und haben gesagt, ja, ich habe jetzt eine Radarstrafe bekommen oder eine Parkstrafe, Vorsparken. Also das ist natürlich nicht drinnen. Also auf das möchte ich gleich mal hinweisen, nicht, dass sie einige Menschen denken, hey, toller Verein, da kann ich machen, was ich will. Nein, das geht nicht. Also nur im Sinne unserer Statuten, Forschungs- und Schutzprojekte. Ja? So. Da es sich erstens um einen unabhängigen Verein und einem unabhängigen Rechtsraum im Sinne unserer Statuten, Klammer Gesetz, handelt. Warum, wenn die Statuten in Klammer Gesetz steht, lässt dann weiter unten bei den dick, bei den fett gedruckten Text. So, zweitens, es sich um unabhängige Projektbeschlüsse im Sinne unserer Statuten Gesetze handelt. Drittens, unsere Mitglieder im unabhängigen Rechtsraum als Probanden in einem Forschungsprojekt anzusehen und dementsprechend zu behandeln sind. Was meinen wir mit behandeln sind? Da meinen wir,
Bildungsdirektionen, was die Kinder betrifft, in Schulen, ja, da meinen wir Senioreneinrichtungen, da meinen wir Lehrherren, die welche Lehrlinge ausbilden, ja, da meinen wir Kliniken, Ärzte und Behörden. Ganz einfach, also alles durch die Bank ist hier gemeint. Ja? Wo zum Beispiel FFP2-Maskenpflicht gefordert wird oder PCR-Testpflicht 1G, 2G, 3G, was wir ja schon alles gehabt haben, das ist in unserem Spektrum mit öffentlichem Recht nicht vereinbar und das müssen wir auch nicht machen. Ja? So, und jetzt kommt der Haupttext. Um das besser zu verstehen, von einem eingetragenen Verein spricht man, also wir sind ein eingetragener Verein, nur halt mit anderen Statuten wie ein Fußballverein oder so und so weiter, ja. Sobald dieser in das Vereinsregister des Bundesministeriums für Inneres eingetragen wird. Mit diesem Akt erlangt der Verein seine Rechtsfähigkeit. Also im Prinzip jeder Verein. Hinweis ist immer der, es kommt immer jeweils auch auf die Statuten des Vereines drauf an. Also nicht, dass ihr glaubt, ein Tischtennisverein kann dasselbe umsetzen wie mir. Das geht nicht. Ganz einfach. Ja. So, er ist im Rechtssinne zur juristischen Person geworden und kann fortan selbst Träger von Rechten, also Klammer, vereinseigenen Gesetzen werden. Das heißt, wir können selbst unsere unabhängigen vereinsinternen Gesetze beschließen und dann auch dementsprechend umsetzen. Aber auch Pflichten intern im Verein oder für den Verein und seiner Mitglieder beschließen und umsetzen. Das heißt, wir sind, wie soll man das jetzt laienhaft sagen? Laienhaft, schaut, die Regierung beschließt Gesetze. Ja? Weil sie ist eine Regierung. Wir sind ein unabhängiger Verein mit dem Rechtsstatus, selbst auch Gesetze im Sinne unserer Statuten oder im Sinne unserer Vereinszwecke und Ziele zu beschließen. Ganz einfach. Ja? So schaut es aus. So, der Schutz von Probanden, weil ihr seid ja bei uns Probanden, unterliegt dabei durch Menschenversorgung besonderen Bedingungen. Erstens Datenschutz, Anonymität, ethische Akzeptanz und gesundheitliche Unbedenklichkeit. Was gehört zum Beispiel zu der Unbedenklichkeit? Genau die zwei Säulen, welche ich schon in einem unserer Videos beschrieben habe, die zwei Hauptsäulen, auf welche sich unsere Projekte stützen. Ja? Und zwar ist das die eigene körperliche, persönliche, positive Gesundheitsentwicklung und die zweite Säule, der Erhalt der eigenen körperlichen Unversehrtheit. Auf diesen Grundsäulen bauen wir unsere Projekte auf. Dazu gehört natürlich auch, noch einmal, keine FFP2-Maskenpflicht, keinerlei Impfungen, egal welche Impfung, ob das jetzt ist mRNA, sRNA, ob das jetzt ist DNA, wie auch immer. Ja, keine Impfung, keine mRNA oder RNA, sage ich überhaupt, generell RNA, weil alles endet zum Schluss ja mit RNA. Ja? Auch keine RNA-Medikationen, sprich Tabletten, Nasensprays, was ihr gerade gesehen habt, für die kleinen Kinder und so, ja? Ist bei uns nicht erlaubt als Mitglied. Deswegen seid ihr ja in einem Forschungs- und Schutzprojekt als Probande bei uns. Ja? So, diese Bedingungen gibt bei unseren Mitgliedern MV Menschenversorgung, also sprich unser Verein vor, an welche sich auch Verein vor, möchte ich gleich sagen. Das sind dann die Gesetze, die ihr oben gelesen habt. Ja? Also quasi da oder da. Ja? Versteht ihr, was ich meine? So. Also deswegen geben wir das unseren Mitgliedern oder Probanden vor. An welche sich auch Institutionen, Organisationen, Kliniken, Ärzte und so weiter im Sinne unserer Mitglieder zu richten und zur Umsetzung zu bringen haben. Das ist einfach so, auch wenn es teilweise unglaubwürdig klingt, wir können es mit unseren Statuten rechtswirksam umsetzen. Wir setzen das auch um, auch wenn es zurzeit oder teilweise, na zurzeit generell eh nicht, aber
teilweise, ich sage mal, zu Diskussionen kommt mit Institutionen, naja, das akzeptieren wir nicht und das können wir nicht akzeptieren, weil es gibt ja das und das Gesetz. Ja, das betrifft uns nicht, ganz einfach. Ja, wir sind ein unabhängiger Rechtsraum und ja, mit diesem Rechtsraum schützen wir auch unsere Mitglieder. Als Probanden bezeichnet man Personen, die an medizinischen, psychologischen und anderen Tests zu Forschungs- und Studienzwecken teilnehmen. Das kann man auch lesen. Ja, googelt es einfach, dann wisst ihr es. Die Verwendung von Probanden in der Forschung, ganz besonders, das ist der wichtigste Punkt, denn wir haben ja Forschung dabei. Ja, ihr lest es ja da. Schau, ganz oben in der Überschrift, das blau markierte, ja, Forschung. Ja, erfordert die strenge Erfüllung verschiedener Bedingungen, die das Wohlbefinden und die ethischen Anforderungen unserer Mitglieder gewährleisten sollen. Fällt euch auf, genau das sind diese gesetzlichen Sätze, die uns, aber auch unsere Mitglieder betreffen und dementsprechend auch zum Schutz beitragen. Ja, der Gesetzgeber hat das schon so vorgeschrieben, keine Frage. Wir verfeinern diese Gesetze einfach nur. Im Sinne, noch einmal, unserer Statuten und Projekte. So, die Erfüllung, um unseren Forschungsprojekten getreu werden zu können, erfordern A, die eigene, das sind jetzt die zwei Säulen, die ich vorhin beschrieben habe, die eigene persönliche, körperliche, positive Gesundheitsentwicklung und B, den Erhalt der eigenen persönlichen, körperlichen Unversehrtheit. Dann kommt der Punkt 3. Öffentliches Recht ist im Sinne unserer Statuten und beschlossenen Forschungs- und Schutzprojekten ausgeschlossen. Habe ich oben auch schon näher erläutert. Ja. Punkt 4. Unsere vereinseigene und unabhängige rechtsgültige Patientenverfügung nach Ausstellung und Unterzeichnung durch unser Mitglied als verbindlich anzusehen ist. Also wenn euch wer sagt, diese Patientenverfügung kenne ich nicht, diese Patientenverfügung ist nicht gültig, weil das Gesundheitsministerium hat eine andere. Ja, das mag schon so sein, welche auch beglaubigt werden muss. Bei uns ist es eben anders. Ja, wir haben unsere eigene, eben weil wir ja Gesetze beschließen, haben wir auch eine eigene Patientenverfügung, eine unabhängige. Ja. Wo waren wir da gerade? Ja, Patientenverfügung nach Ausstellung und Unterzeichnung durch unser Mitglied verbindlich anzusehen ist, da wir damit unsere Vereinszwecke, Ziele laut Statuten erfüllen. Habe ich gerade erklärt. Fünftens, unseren Mitgliedern keine Behandlung verwehrt werden darf, keinerlei Behandlung, diese in irgendeiner Art und Weise ausgeschlossen werden dürfen. Und so weiter. Das gilt für Indoor, aber auch für Outdoor. Ja? Lest euch das Ganze genau durch, lasst es sacken und dann schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, auch von diesem Text, der aber ein gesetzlicher Text ist, bitte. Ja? So, und dann haben wir den Punkt 6. Alle anderen Details zu unseren Vorgaben im Sinne unserer Statuten und beschlossenen Forschungsprojekten kann man in unserer Patientenverfügung entnehmen. Da steht alles drinnen. Da wissen die Behörden, Ärzte, Kliniken, wie auch immer, Bildungsdirektionen und so weiter, wie sie gegenüber unseren Mitgliedern, sei es von den Kleinen bis zu den ganz Großen oder Älteren, zu handeln haben. Ja? Die ist in Verbindung mit unserer Mitgliederkarte gültig, ja, rechtsgültig. Also bitte dazu, die Patientenverfügung ohne unsere Mitgliederkarte darf nicht verwendet werden. Erst einmal gibt es urheberrechtliche Probleme von unserer Seite, wenn wir draufkommen oder wenn uns das gemeldet wird. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Menschen ja nicht verjagen, aber man muss es einfach sagen, bitte. Da muss man schon fair sein und es wäre auch unfair gegenüber unseren Mitgliedern, welche Fördermitglied sind und ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen, hier zu denken. Ich erspare mir etwas, ich organisiere mir die einfach und dann mache ich das hinter dem Rücken des Vereines. Also das wäre unfair und das ja, unredlich. So, nochmals zum allgemeinen Verständnis. Wir sind an gesunden Menschen interessiert und daher muss und kann die gemeinsame Lösung eines sein.
dass es so bleibt. Denn Fazit von unserer Seite, damit retten wir Menschenleben von jung bis alt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.